Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die CDU-Fraktion begrüßt es, dass das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada Ende letzten Jahres unterzeichnet wurde und dass es auch gestern den EU-Handelsausschuss im Europäischen Parlament passiert hat. Und wir sind sehr sicher, dass es im Februar auch eine Mehrheit im Europäischen Parlament für dieses Handelsabkommen geben wird. Seit 2009 wird über CETA verhandelt, und gerade die letzten Jahre dieser Verhandlungen haben sich für beide Seiten ausgezahlt. Es ist nicht so, Herr Breyer, wie Sie sagen, dass sich grundsätzlich nichts bewegt. CETA ist das modernste Freihandelsabkommen, das zurzeit überhaupt existiert. CETA setzt die Maßstäbe für die Gestaltung des Handels in der Zukunft. CETA stellt mit weitreichenden Vorschriften sicher, dass Belange des Allgemeinwohls wie Umwelt, Verbraucher oder Gesundheitsschutz von den Vertragspartnern weiterhin, uneingeschränkt geregelt werden können. Auch das gehört zur Wahrheit. Eine der Grundideen der Europäischen Union ist im Übrigen auch der freie Handel, und zwar nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten, sondern selbstverständlich auch zwischen Europa und anderen Ländern, wie beispielsweise Kanada. Dieses darf nicht durch leichtfertigen Populismus, durch blinden Populismus verspielt werden, der leider die öffentliche Debatte gerade im Punkt der Freihandelsabkommen, ob CETA oder TTIP, sehr stark geprägt hat. Der 12-Punkte-Antrag der Piraten, der uns heute vorliegt, zeigt das überdeutlich. Ein Blick auf diese Überschriften beschwört ein Horrorszenario herauf. Gerade für Deutschland, in dem Millionen Arbeitsplätze von Handel mit anderen Ländern abhängen, sind Freihandelsabkommen ein zentraler Beitrag für mehr Wirtschaftswachstum, Wohlstand und sozialen Frieden. Deshalb erwarte ich auch von unserer Landesregierung, dass sie sich im Interesse unserer exportorientierten Wirtschaft auch ohne Wenn und Aber im Deutschen Bundestag für dieses Freihandelsabkommen einsetzt. Nach langen kritischen Diskussionen hat die Kommission ihre Haltung zum Abstimmungsverfahren von CETA nachgebessert, und wir gehen deshalb nun von einem gemischten Abkommen aus. Die Länder stimmen also mit. Das darf aber doch in keinem Fall dazu führen, dass solche Freihandelsabkommen komplett blockiert werden. Wir tun auch unserem Mitbestimmungsrecht innerhalb der Europäischen Union keinen Gefallen, wenn wir so vorgehen, wie das hier zu Teilen passiert. Der kanadische Premierminister hat es auf den Punkt gebracht, es wurde bereits zitiert: Wenn sich zeigt, dass Europa unfähig ist, einen fortschrittlichen Handelspakt mit einem Land wie Kanada abzuschließen, mit wem glaubt Europa dann eigentlich noch in den kommenden Jahren Geschäfte machen zu können? Ich will nur noch einmal in Erinnerung rufen, Kanada ist ja jetzt nicht irgendeine Bananenrepublik, in der völlig rechtsfreie Räume herrschen. Im Übrigen, die aktuelle Situation in den USA nach den Präsidentschaftswahlen zeigt uns doch ganz deutlich, wohin eventuell die Reise gehen wird. Ich befürchte, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns noch wünschen, wir hätten TTIP sehr schneller hinbekommen. Präsident Trump hat das pazifische Handelsabkommen TTIP bereits auf Eis gelegt und angekündigt, dasselbe auch mit TTIP zu machen. Es sind also die Bestrebungen hin zu einem starken Protektionismus. Dem müssen wir uns als Europäer doch auch entgegenstellen, indem wir Handelsabkommen mit anderen Staaten schließen. CETA kann deshalb eben auch ein Gegenmodell zur künftigen US-Handelspolitik werden. Europa hat hier die Chance, die westlichen Standards durchzusetzen und auch mit anderen Regionen der Welt, wie beispielsweise im Übrigen auch dem pazifischen Raum, Handelsabkommen zu vereinbaren. Noch haben wir die Chance, unsere Standards auch durchzusetzen. Deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist es von großer Bedeutung, dass auch Deutschland und damit auch der Bundesrat ein klares Zeichen setzt: Wir stehen zu CETA. Und hier sind wir bei unserer Landesregierung, die sich ja außerstande sieht, hier mal nun wirklich zu sagen, ob Hü oder Hott. Also der Ministerpräsident läuft über die Neujahrsempfänge, sagt einem überall, wie wichtig das ist. Im Europaausschuss und im Wirtschaftsausschuss unseres Landtages sind wir seit einem halben Jahr nicht in der Lage, auch nur mal inhaltlich, wo Ihnen das immer allzu wichtig ist, auch mal inhaltlich über dieses Abkommen zu diskutieren, weil Sie es jedes Mal von der Tagesordnung abnehmen. Und der Kollege Voss hat ja heute Morgen schon seine große Enttäuschung über seinen Koalitionspartner uns schriftlich mitgeteilt. Das zeigt uns alle. Also die Landesregierung macht nichts.
Die Regierungskoalitionen sind sich uneinig, sie sind komplett handlungsunfähig, und deshalb wird Zeit, dass der 7. Mai kommt. Ich bedanke mich. Für die SPD hat